Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie heute mal wieder aus dem Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, aus dem Schweriner Schloss. Sie wissen ja, in loser Reihenfolge gehen wir zu den Fraktionen und fragen die Fraktionsvorsitzenden nach der geleisteten Arbeit, nach einer Bilanz des letzten Jahres. Heute sind wir zu Gast bei Thomas Krüger, bei der SPD. Herr Krüger, was waren für Sie die wichtigen Themen des letzten Jahres? Womit konnten Sie punkten, Ihrer Meinung nach? Also das wichtigste Thema überhaupt war für uns die kostenfreie Kita. Wir haben miteinander beschlossen, dass wir zum 1.1. des nächsten Jahres eine sogenannte Geschwisterkindsregelung einführen. Das heißt, nur das älteste Kind, das in einer Einrichtung, Hort, Krippe, Kindergarten oder Tagesmutter ist, muss bezahlt werden. Und ab dem 1.1.2020 kommt die kostenfreie Kita für alle. Und das ist für uns sehr wichtig. Ist das Zufall, dass das dann direkt vor der Landtagswahl, 2021 haben wir ja Landtagswahl, dass es sozusagen auch sich auswirkt, möglichst bei den Landtagswahlen positiv? Na denn, wenn wir das hätten machen wollen, dann wären wir ja unmittelbar vor die Landtagswahl gegangen. Das sind ja noch anderthalb Jahre hin. Also das, glaube ich, hat miteinander nichts zu tun. Aber auf alle Fälle bringt das Entlastung, die kostenfreien Kita, nämlich genau Eltern. Ich weiß selber als Vater, dass Kita immer teuer war und das kostet jetzt gar nichts mehr. Das wird gar nichts mehr kosten, und zwar nicht nur die Kita, auch die Krippe, der Hort, die Tagesmutter. Und was mir besonders wichtig ist, ganztags. Wir haben andere Bundesländer, die auch Regelungen haben, aber da sind es in der Regel Halbtagsregelungen. In Mecklenburg-Vorpommern ist es ein Ganztagsplatz. Da können wir gleich mal bei dem Beispiel bleiben. Wir haben es so mitgekriegt von den Medien, dass Manuela Schwesig das verkündet hat und der Landtag eher eine untergeordnete Rolle dabei gespielt hat. Wie sehen Sie das als Landtagsabgeordneter bzw. als Fraktionsvorsitzender? Das täuscht ganz klar, weil wir waren immer mit im Gespräch, wir haben immer mit verhandelt. Letztlich geht es ja darum, dass man das Ganze auch finanziell darstellen muss. Und das Ganze ist etwas, was nicht nur einmalig ist, sondern auch dauerhaft angelegt. Das heißt, wir werden dauerhaft keine Beiträge mehr in den genannten Kindertageseinrichtungen haben. Und deswegen geht das nur mit uns, mit dem Haushaltsgesetzgeber. Also man muss keine Angst haben, dass, wenn der wirtschaftliche Motor Deutschland nicht so gut läuft, wenn nicht so viele Steuereinnahmen fließen, dass das dann wieder abgeschafft wird. So ist es. Wir haben das auf Dauer angelegt und wir haben ja ganz bewusst auch Reserven im Haushalt eingeplant. Das ist ja etwas, was auch durch die Medien gegangen ist, dass wir Rücklagen gebildet haben. Für den Fall, dass die Konjunktur einbricht, müssen wir natürlich für die Eltern das auch sicherstellen, dass es dauerhaft kostenfrei bleibt. Und es bleibt dauerhaft kostenfrei. Wirtschaftliche Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern ist positiv. Das ist auch eine gemeinsame Sache zwischen CDU natürlich und SPD. Sie stellen die Regierungsparteien. Was ragt für Sie da heraus, wenn man da sagt? Sie sagen, die SPD wirbt ja vor allen Dingen für bessere Löhne natürlich in diesem Bundesland, aber auch natürlich für eine bestimmte Art von Arbeitsplätzen. Es darf nicht nur Tourismus sein, es muss auch Industrie sein, weil dort die hochbezahlten guten Arbeitsplätze sind. Sie haben es eigentlich schon beantwortet. Für uns ist wichtig, dass wir mehr Arbeit haben in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben mehr Arbeit. Die letzten Jahre allein 60.000 neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Menschen im Land. Und natürlich brauchen wir gute Löhne. Die Menschen wollen von ihrer Arbeit auch vernünftig leben können. Deswegen haben wir entschieden, dass wir einen sogenannten Vergabemindestlohn einführen werden. 9,54 Euro wird die Firma ihren Mitarbeitern bezahlen müssen, wenn sie Aufträge vom Land Mecklenburg-Vorpommern haben möchte, beziehungsweise von der kommunalen Ebene. Das Ganze wird im Oktober eines jeden Jahres angepasst und ich gehe davon aus, dass wir im Oktober diesen Jahres die erste Anpassung haben werden und wahrscheinlich in der Nähe von 10 Euro landen werden mit dem Vergabemindestlohn. Ein ganz wichtiger Punkt für uns. Muss die Politik da Vorgaben machen oder vertrauen Sie da nicht eher ein Stück weit auf den Markt? Also nach dem Motto, der Markt wird schon richten. Fachkräfteprobleme kennen wir in Mecklenburg-Vorpommern. Manche Unternehmen müssen schon schließen, weil sie nicht genügend Fachkräfte haben, beziehungsweise der Nachwuchs nicht funktioniert. Wie ist das? Wie sehen Sie das? Wir werden auf Dauer nur konkurrenzfähig sein in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Markt der Fachkräfte, wenn wir hier vernünftige Löhne zahlen. Ich nehme leider zur Kenntnis, dass in verschiedenen Branchen wir nicht zu einer adäquaten Anpassung gekommen sind. Nehmen Sie zum Beispiel den Bereich Hotel-Gaststätten. Ich würde mir wünschen, dass wir hier zu Löhnen kommen, ähnlich wie in Österreich. Es kann nicht sein, dass Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern nach Österreich gehen, um dort zu arbeiten, weil sie dort mehr verdienen. Das kann nicht sein. Wir müssen auch in Mecklenburg-Vorpommern zu einer entsprechenden Anpassung der Löhne kommen. Sie kommen aus einer landwirtschaftlich geprägten Gegend, Malchin, Altentreptow, Staffenhagen. Industrie findet da aber durchaus auch statt, wenn man jetzt Staffenhagen nimmt. Wie gefestigt ist diese Region, also gerade dieses mittlere Mecklenburg, wenn man es so nimmt, oder Ostmecklenburg?
Wir nehmen zur Kenntnis, dass wir überall da, wo die Infrastruktur gut ausgebaut ist, eine starke Wirtschaft haben. Nehmen Sie entlang der Ostseeautobahn, nehmen Sie den Bereich in der Nähe von Hamburg, was sich da angesiedelt hat. Wir haben Nachholbedarf in den ländlichen Regionen. Deswegen ist uns wichtig, dass wir auch im Bereich der Infrastruktur als Land Mecklenburg-Vorpommern weiter investieren. Und ganz oben an steht da das Thema Digitalisierung. Wir sind dabei. 1,3 Milliarden Euro sollen in Mecklenburg-Vorpommern investiert werden. Wir wollen breit im Bereich der Digitalisierung investieren, sodass überall schnelle Internetanschlüsse sind und die Firmen auch entsprechende Arbeitsplätze schaffen können. Und Sie glauben daran, dass das so eine Art Königsweg sein könnte, also dass dort wieder Menschen mehr in ländliche Regionen auch gezogen werden, wenn nur das Internet stimmt? Ich glaube, das Internet alleine ist es nicht. Es ist ein Gesamtpaket. Nehmen Sie die soziale Absicherung. Wir haben gerade über die Kita gesprochen, über die kostenfreie Kita, die wir in Mecklenburg-Vorpommern haben werden. Es sind gute Schulen, es ist die Infrastruktur, es sind gute Arbeitsplätze, es sind natürlich auch gute Löhne. Auch darüber haben wir gerade gesprochen. Das Gesamtpaket trägt dazu bei, dass Menschen in die ländlichen Regionen kommen. Letztlich stelle ich fest, wir haben eine wunderschöne Natur in Mecklenburg-Vorpommern und andere, die gerade die in großen Städten sind, kommen ja bewusst zu uns her, um hier Urlaub zu machen, weil es eben bei uns sehr schön ist. Also wir haben hier wirklich was anzubieten. Gehen wir mal weiter Richtung Osten, noch weiter, also Vorpommern. Wirkt sich das aus, was Sie, die SPD, ja gerade mit nach vorne gebracht haben, zusammen mit der CDU? Es gibt einen parlamentarischen Staatssekretär, der da seine Arbeit macht. Trotzdem verändert sich das Wahlverhalten der Menschen nicht. Das haben wir vielleicht bei der letzten Bundestagswahl gesehen, dass die Menschen unzufrieden sind und vielleicht auch deshalb Protest wählen. Nun lassen Sie den Staatssekretär Vorpommern erstmal arbeiten. Ich glaube, wir müssen am Ende einer Legislaturperiode sehen, wie die Menschen sich entscheiden. Ich glaube, so ein Zwischenfazit kann man noch nicht ziehen. Wir sind jetzt im Moment 2 Jahre in der neuen Legislaturperiode. Ich nehme zur Kenntnis, dass der Staatssekretär da sehr intensiv unterwegs ist, dass wir auch die Begleitung, wie wir sie organisiert haben, über einen Vorpommernrat etwas ist, was hochgradig anerkannt ist vor Ort. Und ich nehme auch zur Kenntnis, dass die Termine, die die Ministerinnen und Minister der Landesregierung machen, jetzt deutlich verstärkter im östlichen Landesteil stattfinden. Es gibt ja auch ein Schulsanierungsprogramm jetzt. 300 Millionen sollen demnächst in Schulen nochmal fließen, die sanierungsbedürftig sind. Es sind natürlich auch viele Schulen in strukturschwachen Regionen, in finanzarmen Kommunen da, die nicht selber sanieren können. Also die sollen unterstützt werden. Das ist auch eine Geschichte, die mit dem Landtag oder von dem Landtag abgenickt wurde. Natürlich, das ist etwas, was wir gemeinsam machen. 300 Millionen, das ist sehr viel Geld. Das ist erstmalig, dass das Land die Mittel so konzentriert. Sie waren vorher auf verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Häusern verteilt gewesen. Jetzt gibt es einen Ansprechpartner, ein Ministerium, das das Ganze abwickelt. Und die Liste umfasst die Vorhaben der gesamten Legislaturperiode. Wir sagen allerdings, wenn die Konjunktur weiter so gut läuft, kann man die Mittel nochmal aufstocken und werden wir auch weitere Projekte mit in die Liste aufnehmen können. Ja. Uns hat nämlich auch der Aufschrei von Schulen erreicht, die sozusagen jetzt nicht mit die diesen Bedarf natürlich haben, ganz eindeutig, aber die nicht mit berücksichtigt wurden dabei. Wie wollen Sie genau den Schulen das erklären, dass sie vielleicht nicht mit berücksichtigt werden? Na, eigentlich habe ich es gerade gesagt. Wir gehen davon aus und wir hoffen, dass die Konjunktur so läuft, wie sie momentan läuft, auch so bleibt. Und dann kann die Liste erweitert werden und können wir weitere Schulen in Angriff nehmen. Ich will nochmal dazu sagen, das ist mehr als in all den Legislaturperioden davor. Wir tun etwas, wir wollen, dass die Schülerinnen und Schüler und die Lehrerinnen und Lehrer tolle Arbeitsbedingungen und Lernbedingungen haben. Und deswegen 300 Millionen Euro, das ist ein Riesenschluck aus der Pulle. Sie haben es schon angesprochen, Digitalisierung als ein großes Thema. Digitalisierung natürlich auch vielleicht als die Zukunftsvision einer zukünftigen Gesellschaft, wenn man so will. Aber wie kann man sowas umsetzen? Wie kann man sowas den Menschen nahe bringen, die bisher vielleicht manuelle Tätigkeiten ausgeübt haben? Da muss man da auch was machen von der Politik her, also nämlich Weichen stellen, dass vielleicht genau dort angesetzt wird. Erst einmal lassen Sie mich sagen, durch Digitalisierung werden Arbeitsplätze wegfallen und neue entstehen. Wir wollen, dass die neuen Arbeitsplätze, die entstehen, hier entstehen. Deswegen treiben wir das voran. Das ist mir sehr wichtig zu sagen, weil ich hin und wieder wahrnehme, dass Menschen Angst haben, auch davor, dass Digitalisierung passiert. Das Zweite ist, in der Tat, ich will mal das Beispiel eines Fräsers nehmen. Wenn ich bisher als Fräser gearbeitet habe und in Zukunft 3D-Druck gemacht wird,
dann muss ich auch auf einem 3D-Drucker arbeiten können. Deswegen ist Qualifizierung notwendig. Es wird in Zukunft nicht mehr reichen, in seinem Arbeitsleben ein Studium oder eine Ausbildung zu machen. Es braucht mehr. Deswegen schlagen wir vor, dass die Mittel der Bundesagentur für Arbeit, da liegen momentan 20 Milliarden im Überschuss, dass die genommen werden und wir ein Programm strecken, dass jeder in seinem Arbeitsleben die Möglichkeit hat, bis zu 12 Monate Weiterbildung machen zu können. Das heißt, aus dem Beruf aussteigt, ein Rückkehrrecht hat und bis zu 12 Monate eine Weiterbildung macht, um sich eben an die neuen Gegebenheiten anzupassen. 20 Milliarden Mecklenburg-Vorpommern-weit oder bundesweit? Bundesweit natürlich. 20 Milliarden liegen bundesweit bei der Bundesagentur für Arbeit und die Bundesagentur für Arbeit sollte das auch organisieren. Sie heißt ja auch Bundesagentur für Arbeit. Also müssen wir organisieren, dass die Arbeit von morgen auch durch die Menschen gemacht werden kann. Anderes Thema ist Landwirtschaft. Mecklenburg-Vorpommern ist ein landwirtschaftlich geprägtes Land. Sie haben es gerade vorhin beschrieben, also als Sie die Natur hier priesen, auch das kommt natürlich, haben wir auch der Landwirtschaft mit zu verdanken. Auf der anderen Seite wurde Deutschland jetzt gerade durch die Europäische Union verklagt. Das heißt, weil hier die Nitratwerte ständig überschritten werden und damit natürlich Eintrag ins Grundwasser erfolgt und unser Trinkwasser vielleicht gefährdet wird. Wie kann man dem entgegenwirken und wie reagieren Sie darauf? Also zuerst einmal lassen Sie mich mal sagen, dass wir ganz viele fleißige Landwirte haben, die jeden Tag dafür arbeiten, dass wir auch etwas auf dem Teller haben. Das ist mir sehr wichtig, das zu betonen. Natürlich gibt es verschiedene Eintragsmöglichkeiten von Nitrat. Einer davon ist auch die Landwirtschaft ein wesentlicher, das muss ich auch dazu sagen, ein wesentlicher. Können Sie mir noch andere benennen? Na, zum Beispiel der Straßenverkehr, ja, über die Luft und so weiter. Also trotzdem, Landwirtschaft ist ein wesentlicher. Wir haben eine sogenannte Düngeverordnung verabschiedet. Danach muss der Stickstoffdünger auf dem Acker entsprechend verringert werden. Dazu brauchen Sie idealerweise moderne Technik. Und so wie unsere Landwirtschaft aufgestellt ist, ist diese moderne Technik in dieser Landwirtschaft auch bezahlbar. Bezahlbar deshalb, weil man natürlich hier sehr großflächig gearbeitet wird. Sehr richtig. Wenn Sie einen kleinen Betrieb haben, wird sich das nicht rechnen. Wenn Sie mit Sensorik und ähnlichen und weiteren Dingen arbeiten, dann wird sich das nur rechnen, wenn Sie entsprechende Betriebe mit entsprechenden Größen haben. Und das ist in Mecklenburg-Vorpommern vorhanden. Ja, aber was für den einen ein Segen ist, dann für den anderen vielleicht ein Fluch, weil genau der kleine Landwirt da vielleicht gar nicht mehr mit hinterherkommt. Und so wie ich unseren Landwirtschaftsminister verstehe, fördert ja er auch gerade diese ökologischen Strukturen, also zum Beispiel auch natürlich in der ökologischen Landwirtschaft. Das ist richtig, aber auch ökologische Landwirtschaft muss ja nicht kleinteilig sein. Auch ökologische Landwirtschaft kann entsprechende Größenordnungen haben und auch ökologische Landwirtschaft bewährt sich ja am Markt. Und wir haben hier in Mecklenburg-Vorpommern, ich meine deutschlandweit, die meisten Flächen, die ökologisch bewirtschaftet werden. Auch das ist ein Riesenerfolg. Wenn Sie in der Landwirtschaft so bewandert sind, dann hake ich hier auch gerne nochmal nach. Wir haben hier ein großes Problem, dass natürlich immer mehr landwirtschaftliche Flächen natürlich von den Besitzverhältnissen her natürlich an Unternehmen, an Hedgefonds oder wie auch immer fallen, die vielleicht gar nichts mit Landwirtschaft zu tun haben unmittelbar, die sich aber natürlich, weil das Land so wertvoll ist, ihre Werte für die Zukunft sichern wollen. Ja, richtig. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen ein Agrarstrukturgesetz für Mecklenburg-Vorpommern. Der Minister ist am Arbeiten. Wir nehmen aber zur Kenntnis, dass es eine sehr komplizierte Rechtsmaterie ist. Hier geht es insbesondere um Gesellschaften und den Verkauf von Gesellschaftsanteilen. Und wir müssten die Gesellschaftsanteile unter ein Vorkaufsrecht des Landes stellen. Das ist mit dem Gesellschaftsrecht schwer kompatibel. Wie gesagt, der Minister ist am Arbeiten. Ich hoffe, wir kriegen da Ergebnisse. Kommen wir nochmal auf die konkrete Landtagsarbeit zu sprechen. Auch hier, wenn wir mit dabei sind, kommen wir das ja auch mit. Wir machen ja regelmäßig einen Landtagsreport zu verschiedenen Themen. Dann bekommt man das ein Stück weit mit. Wie ist es aus Ihrer Sicht, die Zusammenarbeit der Fraktion untereinander? Gibt es da Austausch oder ist das eher auf Konfrontation gebürstet? Also gerade natürlich zwischen Opposition und Regierungsparteien. Also es gibt beides natürlich. Es ist von Inhalten abhängig. Natürlich gibt es auch Themen, die man gemeinsam miteinander erarbeitet. Nehmen Sie beispielsweise den Bereich des Bestattungswesens. Hier haben Fraktionen gemeinsam etwas übernommen, was die Fraktion Die Linke ursprünglich mal aufgesetzt hat und hat eine Kommission eingesetzt. Da lief es zwischen Opposition und regierungstragenden Fraktionen, um etwas gemeinsam aufzusetzen. Aber natürlich gibt es auch Konfrontationen. Das gehört ja im politischen Geschäft dazu. Ich will auch nicht verhehlen, dass es keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD gibt. Das hängt einfach daran, wie die AfD sich im Parlament gebiert. Und ja, da haben wir einen ganz klaren Cut gemacht und es gibt eben keine Zusammenarbeit.
Nochmal auf Bundesebene kurz. Wir hatten ja gerade diese Regelung, auch die Einigung zwischen CDU und CSU. Gott sei Dank, sonst wäre Ihnen vielleicht hier noch der Koalitionspartner abhanden gekommen. Nee, ich weiß, das geht nicht so schnell. Wie sieht es da aus? Was sagen Sie dazu, zu dieser Einigung? Die SPD war da ja ein Stück weit außen vor und von diesem ganzen Zoff zwischen CDU und CSU profitiert ja auch die SPD nicht. Da sitzt man mit in einem Boot. Also ich fand das ein unwürdiges Theater, was da stattgefunden hat. Mir fehlten zeitweise die Worte, weil ich den Eindruck habe, dass da ein Streit hochgezogen worden ist zu einem Zeitpunkt, wo wir eben keine Flüchtlingsströme mehr haben, wo wir das Problem faktisch auch nicht haben, wird ein Thema hochgezogen. Und es ist nicht wirklich eine Lösung angeboten worden. Mein Eindruck war, hier ging es zuallererst darum, Stimmung zu machen für eine bayerische Landtagswahl. Und das finde ich ziemlich dämlich, um es mal auf den Punkt zu bringen. Müssen wir jetzt in Mecklenburg aber trotzdem reagieren. Auch die Bayern haben da auch ein neues Polizeigesetz verabschiedet. Und unser Innenminister, wenn ich ihn richtig verstanden habe, er guckt auch schon danach. Das könnte man auch hier in Mecklenburg-Vorpommern mit einführen, dieses Gesetz. Aber erstmal bleiben wir bei den Transit letztendlich Lagern. Zentren nennt sich es noch, liebe Zuschauer, entschuldigen Sie das Wort Lager. In dem aber Lager wäre vielleicht das treffende Wort. Wird sowas in Mecklenburg-Vorpommern auch angedacht oder geplant? Also erstens haben wir keine Grenze mit Österreich, deswegen ist es kein Thema bei uns. Und das Zweite ist, wir werden Menschen nicht einsperren, weil sie geflohen sind. Wir gehen ja davon aus, dass Menschen vor Krieg, Not, politischer Verfolgung fliehen und wir werden diese Menschen nicht einsperren. Natürlich muss geregelt werden, wenn in einem anderen Land bereits ein Asylantrag gestellt worden ist, dass man kontrolliert, welche Hintergründe hat es gegeben. Und Vorbild für mich ist das, was die Niederländer machen, die in kürzester Zeit feststellen, ob ein Bleiberecht da ist oder eben das Bleiberecht nicht gegeben ist. Wenn das Bleiberecht nicht gegeben ist, dann muss die Person auch wieder ausreisen. Aber dafür muss man sie nicht kasernieren. Nochmal vielleicht eine Frage, und zwar viele Menschen gehen davon aus, dass man abschreckende Bilder inszenieren muss. Das stammt nicht von mir, das Bild, sondern von dem Bundesinnenminister, von dem ehemaligen Bundesinnenminister. Was sagen Sie dazu? Dass man wirklich die Menschen so abschrecken muss, vielleicht auch hier inhaftieren muss, in Lager stecken muss, damit sie nicht mehr in dieser Zahl nach Deutschland kommen? Also ich möchte keine abschreckenden Bilder, ich möchte einen fairen Umgang mit geflüchteten Menschen. Zum fairen Umgang gehört auch ein konsequenter Umgang, nämlich Menschen, die kein Bleiberecht haben, dann auch wieder abzuschieben. Aber mir geht es nicht um Abschreckung. Herr Krüger, wenn man Interesse hat, die SPD-Fraktion jetzt im Sommer zu treffen, wo kann man das tun? An welchen Strand müsste man kommen? Das kommt darauf an, welchen Abgeordneten Sie an welchen Strand treffen wollen. Also gibt es sowas wie eine Sommertour? Es gibt eine Fahrradtour und die Fahrradtour läuft bereits durchs Land. Verschiedene Abgeordnete fahren einmal von Nord nach Süd quer durchs Land. Aber dann kann man davon ausgehen, dass Sie auch durchaus einmal Urlaub machen? Ich mache auch Urlaub, ja. Okay, recht vielen Dank für das Interview. Weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Und liebe Zuschauer, Sie haben es gehört. Bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt Interview der Woche.